Heute gibt es alle Bad Guys at School Folgen in einem Video. Schaut das Video bis zum Ende, lasst gerne ein Like da und ich würde sagen, viel Spaß mit Bad Guys at School. Let's go! Yo, yo, yo! Was geht ab, Leute? Willkommen heute hier zur ersten Folge von Bad Guys at School, was so viel auf Deutsch heißt wie böse Jungs in der Schule. Hallo, ich bin's mal wieder, euer Lieblings-Lars. Und ja, wir werden heute Bad Guys at School spielen. Das ist mega das geile Game. Und wie der Name schon verrät, wir werden heute ein paar böse Dinge in der Schule tun, ja? Und zwar sind wir hier dieser kleine Fratz da unten, dieser kleine Rowdy hier und müssen heute ein paar coole Streiche, verrückte Streiche in der Schule machen. Ich hab übelst Bock da drauf. Und ich würde sagen, Leute, wir gesellen uns jetzt erstmal zu meinen Gangsterfreunden und werden jetzt erstmal hier einen kleinen Plan austüffeln. Na, Jungs, was geht ab? Hat jemand von euch eine Kaugummi-Zigarette oder sowas? Du, Jeff, hast du eine Kippe? Gib mir eine Kippe, los, komm schon. Los, eine Kaugummi-Zigarette will ich haben. Ja, ja, die blöde Musiklehrerin. Ja, ist voll die blöde Kuh. Alles klar. So, unser erster Auftrag ist erstmal, wir müssen 5 Wände in der Schule besprayen. Im Musikklassenraum sollen wir anfangen. Gute Frage. Wo ist dieser blöde Musikraum? Ich habe keine Ahnung, aber ich hau jetzt erstmal dem hier eine rein. Einfach so. Einfach so, Leute. Ja. Die Sache ist, wir müssen halt ein bisschen aufpassen, weil es gibt hier natürlich auch unsere Gegner. Das sind die Lehrer hier auf der Schule. Die können wir natürlich nicht einfach so verprügeln oder einfach so mit denen irgendwas machen. Deswegen müssen wir ein bisschen schauen, dass die uns hier nicht erwischen bei irgendwelchem Quatsch, den wir hier machen. Lass mal hier den Feuerlöscher schnappen. Lol. Oh mein... Ja! Oh mein Gott. Okay, das sollte man auf keinen Fall nachmachen. Wechsel jetzt wieder die Waffe. So. Hier ist der Teacher's Room. Also das hier ist falsch. Wir brauchen den Musikraum. Wo ist denn der Musikraum? Ich kenne mich hier halt überhaupt nicht aus in der Schule. Geh mir aus dem Weg, Mann! Das Glotze so blöd. Ah, oh mein Gott, der haut mich zurück. Ah! Hilfe, der will mich schlagen, bitte. Hilfe, 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 ich habe nichts gemacht, er will mich einfach verprügeln. Hilfe! Ich habe gar nichts gemacht und auf einmal kommt er und haut mich. Oh mein Gott, der verfolgt mich die ganze Zeit. Hey, 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 okay, lass uns das ganz kurz regeln. Hilfe, Lehrer, Hilfe, bitte. Bitte, 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 ich habe nichts getan, er will mich einfach verprügeln, Hilfe. Wo sind jetzt die Lehrer? Frau Lehrerin, bitte. Hier, hier, der will mich schlagen. Ah, ey, Herr Lehrer, bitte. Der will mich schlagen, er will mich schlagen. Lässt er mich jetzt in Ruhe? Bitte, er will mich prügeln, er will mich... Au! Ich hau jetzt einfach zurück. Jetzt ist es mir egal. Komm her. Los, links, rechts, Kombi. Links, rechts. Bam, bam. Bam, was hast du jetzt? Das hast du jetzt davon. Ich bin hier der Rowdy in der Schule. Zack, zack, du sollst mal lieber in den Unterricht gehen. So, ich box dich. Oh, so. Alles okay bei dir? Er macht, glaube ich, gerade einen Spagat. Das ist, glaube ich, ganz... Oh, ich habe sogar Geld jetzt. Oh mein Gott, ich habe ihm sein Pausengeld abgezockt, Leute. Okay, das ändert aber jetzt nichts an dem Problem, dass ich noch nicht weiß, wo der Musikklassenraum ist. Was ist hier? Principal Office? Also hier ist sozusagen von dem Direktor der Raum. Wo ist dieser... Das Musikklassenzimmer? Ha! Musikklassenzimmer. Okay, da sind ein paar Spraydosen. Was geht ab, Jungs? Na, schicke Kette, Bro. Du siehst ein bisschen aus wie Harry Potter für Arme. Hier. Nimm mal hier die zwei Dinger da. So. Okay, jetzt lass mal kurz schauen. Wir können jetzt nach unten gehen. Hier ist überall nämlich markiert, wo wir hinsprayen können. Okay. Easy going. Kann ich hier runterspringen vom Dach? Yes, yes, yo. Gar kein Ding für den King. Okay. Dann lassen wir jetzt hier ganz sneaky. Da ist der Lehrer. Einfach ganz sneaky. Das Ding hier besprühen. Okay. Was soll das darstellen? Hier. So. Okay. Oder vielleicht noch mehr. Ah ja, okay. Jetzt habe ich... Was soll das darstellen? Was soll das darstellen? Okay, wir packen das Ding hier mal wieder weg. Nicht, dass die Lehrer gleich kommen und uns dann nochmal Stress schieben. Aber das sieht aus wie eine 501. Ja, Mann, das ist die Gang, Leute. 501. Yo, ihr wisst Bescheid. 501 ist die Gang. Okay. Was rempelst du mich an? Was rempelst du mich an, hä? So. Guck mal, der sieht auch aus wie der übelste Schlägertypi. Der sieht aus, als wäre der gerade auf dem Weg zum Nachsitzen. Deswegen legen wir uns erstmal nicht mit dem an. So, wir haben nämlich einen wichtigeren Auftrag hier zu tun. Deswegen. So. So, das da. Jetzt machen wir hier wieder die 5 und 0. Kein Lehrer da. Und 1 Gang.
Die 501 Gang, ihr wisst Bescheid. 501, ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. So. Jetzt haben wir schon mal zwei Wände besprüht. Da hinten sind jetzt noch drei Stück. 501 ist die Gang, Leute. Es ist so stupid. Oh mein Gott. Oh oh. Wartet mal. Ist es irgendein... Wir müssen irgendwas besprayen im Gebäude. Nee. Okay, ich wollte gerade sagen. Ich dachte, es wäre im Gebäude, dass wir irgendwas besprayen müssen noch. Ansonsten, was ist hier? Hier geht's raus. Oh, da ist wieder der Typ, der uns hier verprügelt hat vorhin. Aha, da ist das Ding. So, kurz hier auswählen. So. Okay, die sehen aus, als würden die gerade nach Hogwarts gehen, die hier. Friss das! Okay, geht gar nicht. Kann die gar nicht ins Gesicht. Die gar nicht ins Gesicht sprühen. Okay, was machen wir jetzt? Jetzt machen wir hier einfach ein nices Gesicht, weil die 501-Gang hat zurückgeschlagen. Okay, ich muss aufpassen, dass mich kein Lehrer erwischt. Okay, jetzt haben wir schon 3 von 5 Wänden besprüht. Sehr gut. Langsam fühle ich mich auch schon richtig wie ein Profi hier. Wie ein Profi-Raudi. Zack. Kurz checken, ob der Lehrer das... Mann, nimm jetzt das Ding. So. Ist hier irgendwo ein Lehrer? Keiner ist da. Und hier wieder die 5. 5. 0. 1 ist die Gang. Okay, letzte Wand. Letzte Wand. Das ist die hier hinten. Wo ist sie, wo ist sie, wo ist sie? Da ist die Gang. Da ist die Gang, da ist die Wand. Okay, hier müssen wir aufpassen. So. 42. Ja, Mann. Die Antwort auf alles, Leute, ist 42. Okay, das haben wir jetzt geschafft. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz zu meiner Crew zurückgehen. Los, hier. Go to see the bad guys for the next mission. Okay, das machen wir jetzt. Okay, Leute, was geht? Alles fit bei euch? Da ist schon wieder der Typ. Yo, Harry, was läuft? Einfach so eine reingehauen. Was geht ab? Okay, interact. Okay, wir brauchen die Feuerlöscher, um 5 Leute damit abzudingsen. Werde ich ganz einfach machen hier. Easy going. Und wie ist das Wetter bei euch so? Hä? Wie ist das Wetter? Ist das Wetter kalt? Hä? Wie ist das Wetter bei dir? Hä? Okay. Entschuldigung. Können Sie mir sagen, wie man hier zur Aula kommt? Muss ich nach da gehen? Ah ja, okay, natürlich. Ich muss einfach nach da. Ganz, ganz klassischer. Oh, über was unterhaltet ihr euch? Über das Wetter? Wie ist das Wetter? Ist es kalt? Hä? Wie schmeckt das? Oh. Da war ein Lehrer. Einfach ganz... Okay. New item available. Cool, wir haben ein Skateboard. Fresh. Aber gehen wir erst nochmal zur Gang. Was geht ab, Leute? Es läuft, Mann. Es klotzt mich so blöd an. Hör auf, mich so dumm anzugucken, hä? So ein Problem. Komm her. Ich box dich. So. Okay, jetzt müssen wir Paper Planes, also Papierflieger sozusagen, auf Mädchen werfen. Into the girls. Ah, nein, nein, nein. In das Mädel... Dormitory. Keine Ahnung, was das sein soll. Dormitory. Aber ich denke mal, das ist so eine Art Gebäude. Lass mal ganz schnell auschecken. Was ist hier? Hier ist Papier. Sneaky. Kurzes Papier gejibbt. Hier drinnen, dann jibbe ich auch nochmal kurzes Papier. Zack. Okay, aber wie macht man einen Paper Plane? Aha, ich habe schon welche. 2 Stück. Dahin müssen wir jetzt gehen und müssen jetzt da irgendwie Girls Dorm. Ich habe keine Ahnung, was es sein soll. 501 ist die Gang, Leute. Ich glaube, jetzt müssen wir das da oben reinschmeißen. Oh! Heb ihn auf. Okay. Go back. Wir haben noch einen Paper Plane. Okay, hier rein. Okay. Easy. Auf dem Tisch gelandet sogar. Hä, ist ja übelst cool. Ich muss noch mal ein paar Leute verprügeln, damit ich ein bisschen mehr Pausengeld bekomme. Was geht ab, Lehrer? Komm her, ich box dich kaputt, Mann. Yo, bap, bap, bap. Ah! 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 Ich war's nicht, wirklich. Ich wollte das gar nicht. Hilfe! Hilfe, ich wollte das nicht. Das war das war aus Versehen. Bam, Junge. Oh nein, er hat mich. Er hat mich. Muss ich jetzt nachsitzen? Ja, ich muss nachsitzen. You have been punished. Okay. Ich sollte mich vielleicht nicht von den Erwachsenen... Was glotzt du so, hä?
Was ist dein Problem, hä? Mach du mal deine Aufgaben hier, hä? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem, hä? Was ist dein Problem, hä? Was ist dein Problem? Macht einfach gar nichts. Ich sage einfach, was ist dein Problem? Oh, das nehme ich mal ganz gerne mit. Das ist doch Dings, Mann. Das ist doch hier, Malfoy. Malfoy, du bist ein Slytherin. Lauf jetzt nicht weg, Malfoy, du feiges Huhn. Warum rennst du in die Toilette rein, Malfoy? Stell dich wie ein Mann. Hokus Pokus Fidibus oder sowas. Okay, ich treffe mich jetzt erstmal wieder kurz mit meiner Gang, Leute. Alter, das Game ist ja übelst nice. Falls ihr natürlich Bock auf den zweiten Part davon habt, ihr wisst Bescheid, gebt einen Daumen nach oben, Freunde. Einen Daumen nach oben. Geht aus dem Weg. Bam. Oh, yo. So. So, smash the principal car with a baseball bat. Also wir sollen jetzt vom Dings hier, von unserem Direktor oder von der Direktorin, das Auto kaputt schlagen mit einem Baseballschläger. Das ist hart. Das ist wirklich hart, Leute. Das ist wirklich hart. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal ganz schnell. Junge, der Typ ist hier. Bam! Ah! Ich war's nicht! Ich war's nicht! Ich war's nicht, wirklich! Ah, er ist hinter mir! Oh mein Gott, er hat mich! Die Vertrauenslehrer. Mission failed. Okay, dann probieren wir es einfach nochmal. Jetzt muss ich wieder zu den Jungs gehen. Okay, ich lasse mich jetzt dieses Mal nicht erwischen, okay? Jetzt habe ich hier den Sportlehrer verprügelt einmal ganz kurz, aber bringt halt auch nicht so viel. Okay, Leute, gebt mir die Mission. Alles klar, Baseballschläger, ich weiß Bescheid. So, jetzt weiß ich, was ich zu tun habe. Baseballschläger, Auto kaputt schlagen. Easy, kriegen wir hin. Ganz einfaches Ding. Ich verprügle jetzt keinen mehr einfach so. Versprochen. So, hier Baseballschläger. Nehme ich mal einfach alle drei mit. Oh, da liegt auch nochmal was, was man mitnehmen könnte. Ein Seil. Okay. Wo ist das Auto? Ich denke mal hinten auf dem Parkplatz, ne? Okay, dann lass mal zum Parkplatz gehen. Und dann das Auto ganz kurz einfach mit dem Baseballschläger. Oh ja, okay, das ist halt schon echt krass. Jetzt habe ich einfach ein Seil in der Hand. Für was? So. Das ist halt schon krass. Okay, ist jemand hier? Da sind zwei Lehrer. Ich darf mich halt nicht von denen sehen lassen. Was fährt die denn für ein Auto oder der? Was ist das denn für eine Schrottkarre? Bam. Jawohl. Oh! Okay, die Karre explodiert. Oh mein Gott, die Karre explodiert. Alter, das Auto ist einfach in die Luft geflogen. Wow. Oh, ich bin verletzt. Okay. Ich glaube, ich muss jetzt dafür... Muss ich in den Krankenflügel gehen oder sowas? Safe. Ich glaube, ich müsste mal in den Krankenflügel gehen. Ich habe ein bisschen Schmerzi-Berzi. Schwester, bitte. Wo ist denn hier Krankenflügel? Es läuft, alles klar. Hab gerade ein Auto in die Luft gesprengt. Hier irgendwo? Hallo? Kann mich jemand bitte verarzten? Ich habe ein bisschen Schmerzen. Bitte verarzte mich! Bitte! Und jetzt nimmt die mich doch mit, jetzt krieg ich auch noch Ärger. Ich bin hier der Verletzte. Ich bin derjenige, der hier verletzt ist. Was soll das? Oh, bitte hilft mir. Explodiere einen Böller im Raum der Direktorin. Also, ich weiß nicht, ob es eine Direktorin ist oder ein Direktor, keine Ahnung. Aber wir müssen jetzt auf jeden Fall erstmal dafür sorgen, dass wir einen Böller bekommen. Und ich glaube, den gibt es im Jokers, Leute. Das ist nämlich ein Shop, den es hier gibt, um da halt ein paar coole, nice Sachen zu holen. Müssen wir da erstmal hinlaufen? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, der war hier hinten irgendwo. Ich bin nicht sicher. Ich glaube schon. Wo ist eigentlich das Skateboard, was ich freigeschaltet habe? Das frage ich mich schon die ganze Zeit. Ich habe so ein Skateboard freigeschaltet in der letzten Folge. Und ich würde es mega gerne haben, damit ich ein bisschen rumskaten kann und Leute mit dem Skateboard verprügeln kann. Yeah! So, das ist Jokes, heißt es. Jokes, nicht Jokers. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Schön links, rechts gucken, dass uns keiner überfährt. Und ich glaube, hier kann man sich sogar Böller kaufen. Wenn nicht, was kann man sich hier alles holen? Hier gibt es so ein Furzkissen. Irgendwie Kacke. Da ist ein Böller. Okay, ich möchte gerne einen Böller haben. Wie kann ich den kaufen? Muss ich mit dir hier reden? Okay, let's go. Ich brauche Feuerwerk. Das da. Eins aber nur, oder? Ich kaufe mal zwei.
Dann haben wir hier noch ein Feuerzeug, das brauche ich wahrscheinlich auch. Was ist das hier? Eine Stinkbombe. Huh! Baby! Eine Rakete. Oh, eine Rakete! Alter, das wäre zu wild. Feuerzeug und sowas, das brauche ich alles. So, okay, kann ich da wieder raus? Alles klar, ich bin fertig. Okay, das haben wir jetzt alles. Nice, Leute, das wird auf jeden Fall übelst cool. So, jetzt müssen wir nur noch das Direktorbüro finden, weil wir haben auch in der letzten Folge schon das Auto vom Direktor kaputtgeschlagen. War vielleicht nicht so eine gute Idee, ja. Aber es ist okay, alles ist gut. Ja, was ich auch ein bisschen seltsam finde, ist, wir haben das Auto in die Luft gesprengt und dann hat mich die Ärztin hier einfach im Krankenflügel einfach nicht verarztet. Was soll das? Was ist das für ein Arzt? Du, ja, ich rede mit dir. Boah, ich würde jetzt am liebsten auch einen Böller reinschmeißen, aber mache ich nicht. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo das Büro vom Direktor ist. Okay, jetzt wissen wir auch auf jeden Fall, ist es ein Direktor. Und man sieht es auch, der gute Mann hat keine Haare mehr, weil ihn die Schüler die ganze Zeit so stressen, dass er sich die Haare rausgerupft hat. Ganz klassisch. Principal's Office. Okay, es ist keiner da. Der Principal ist unten. Oh! Oh! Okay! Wir probieren es nochmal. Auf entspannt. Alter! Okay, ich bin wieder fast. Ich bin schon wieder übelst angeschlagen. Seht ihr das? Ich muss auf Klo. Oh Gott, mir ist so. Okay. Der Typ ist auch. Oh! Ey, ich war's nicht! Ich war's wirklich nicht! Das war Jeff! Das war Jeff! Ich war's nicht! Okay, ich wurde erwischt. Schon wieder wurde ich erwischt! Ich habe gar nichts gemacht gerade! Habt ihr es jetzt mal? Ich wurde jetzt dreimal. Ich muss jetzt dreimal hintereinander nachsitzen. Es geht ab, Sir. Alles klar. Oh mein Gott, ich muss jetzt dreimal nachsitzen. Guck mal, ich habe den da einfach getroffen. Den habe ich auch einfach getroffen. Oh, Jesus Christ. Also, mit Böllern ist auf jeden Fall nicht zu spaßen, Leute. Okay, Jungs, was geht ab? Yo, yo, Gang. 501 ist die Gang. Was geht ab? Was habt ihr für einen Auftrag? Okay, take a gurney into the lake. Alles klar, werden wir machen. Aber, take a gurney into the lake. Aber, wo ist hier erstmal der See? Oder sowas. Guck mal, ich habe hier einfach jeden getroffen. Seht ihr das? Jeder, der so läuft, mit der Hand am Bauch, die habe ich einfach alle mit diesem Feuerwerk getroffen. Okay, wo ist der Lake? Das ist erstmal die erste Frage, die ich mir stelle. Keine Ahnung. Okay, lass mal ganz kurz suchen. Also keine Ahnung, wo der See ist, aber ein Gurney finden wir ja hier, glaube ich, ne? Ja, ja, okay, alles klar. Hier eine Trage sollen wir in den See bringen. Aber wo ist der See? Wo ist dieser See, frage ich mich. Wartet mal. So. Hier raus. Geht das? Komme ich da raus? Nee, geht nicht. Okay, dann laufen wir einfach mal hier raus. Wo soll denn dieser beknackte See sein? Hier raus vielleicht? Nee. Oh mein Gott. Okay, sorry, ich geb's zu, ich war's. Okay. Okay, Mission failed. Also wir sollten... da liegt einfach immer noch diese Trage von dem Typen. Ist der auch noch mit dabei? Nö. Doch, er liegt da einfach... Er liegt da einfach immer noch drauf. So, gib mir den Auftrag. Take a gurney into the lake. Ja, aber wenn ich jetzt... Ich muss halt wissen, wo der Lake ist. Wo soll dieser See denn sein? Vielleicht am Ende der Straße oder sowas. Ich laufe da jetzt einfach hin. Okay, let's go! Okay, die Lehrerin hat mich gerade gar nicht gesehen. Oh oh. Oh oh, da ist ein Lehrer. Was geht? Alles klar. Ich wollte eh nur ganz kurz langlaufen. Ganz fix. Ah, lauf, 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 lauf. Ah! Oh, 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 er ist direkt hinter mir, er ist direkt hinter mir. Lauf! Okay, halt dich einfach nur fest, okay? Ich werde dich in Sicherheit bringen. Einfach da hinten in den See schubsen. Ein bisschen aufpassen, verfolgt er mich immer noch? Ja, er läuft mir immer noch nach. Okay, wir schaffen es. Ist da vorne der See? Keine Ahnung, ob hier der See ist. Ja, da ist ein See. Da ist auch eine offene Stelle. Lauf! Lauf!
Ihr werdet mich niemals kriegen. Ich werde alles für meinen Job tun. Ich bin nämlich der Rowdy Nummer 1. Yeah. Was für ein komischer Job. Let's go und rein da mit dir. Oh, Baby. Hä? Hä? Er ist doch im See. Wo ist der Lehrer hin? Wo ist der Lehrer? Okay, alles klar. Was? Was war das gerade? Okay. Also ich habe jetzt hier wieder meinen Freund Raphael mit am Start. Na Leute, alles klar. Alles fit, alles fit. Ich glaube, ich darf von keinem Lehrer entdeckt werden. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich von keinem Lehrer entdeckt werde. Ich laufe mal ganz weit hier von dem weg. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Keiner darf mich sehen. Okay, bisher hat mich auch noch niemand entdeckt. Niemand da. Okay, die sind auch noch alle gut weit weg. Alles klar. Okay, nice. Nice, wir sind aus der Schule draußen. Niemand hat uns gesehen. Perfekt. Kann ich hier oben lang vielleicht? Ich weiß nicht, ob es da auch schon zu einem Lake geht. Okay. Jetzt, ich glaube, das wird was. Ich glaube, das wird was. Let's go. 3, 2, 1. Okay, wir sind da. Und jetzt, boom! Und ciao. Tschüssikowski. Wieso kriege ich diese Mission nicht? Ich soll den doch einfach nur, ich soll diese Trage in den See oder in den Fluss schmeißen. Da ist ein See, Trage rein. Punkt. Fertig. So, was soll ich denn sonst machen? Ich check's nicht. Das ist doch total dumm. What, lol. Okay. Hä, ist das so dumm? Warum funktioniert das denn nicht? Hä? Wo ist denn jetzt der Typ mit dem... Wo ist denn der Typ jetzt? Okay, keinen Dunst. Hä, ich habe keinen Plan, was ich hier machen soll jetzt. Das ist total stupid. Irgendwie habe ich den in den Fluss geschmissen so, aber jetzt ist er gar nicht mehr da. Das ergibt keinen Sinn gerade. Unser erster Auftrag ist heute, wir müssen versuchen, Hühnchen aus dem Hühnchenhaus zu befreien. Okay, ich weiß sogar schon tatsächlich, wo dieses Chickenhaus sich befindet. Übrigens, für die Leute, die es interessiert, diese Lederjacke hier hat $100 gekostet und dafür musste ich ein bisschen den Jimmy verprügeln, bis er mir jeden Tag sein Pausengeld gegeben hat. Ihr wisst Bescheid. Das Hühnchen oder dieses Haus müsste, glaube ich, nach da müsste es gewesen sein. Genau, ich glaube schon. Übrigens, ich habe jetzt die ganzen anderen Aufträge, wie zum Beispiel den Jungen in den Fluss schubsen und sowas, habe ich jetzt alle schon fertig gemacht von der vorherigen Folge. Also nicht wundern, wie die Leute, die es hier gucken. Okay, so. Wir machen weiter. Es gibt hier irgendwo dieses Chickenhaus. Das ist nämlich genau das da. Und hier müssen wir jetzt, genau, die Hühnchen freilassen. Aber ich weiß nicht genau, wie soll ich das machen? Kann man... Ah! Das war... Oh, lol! Okay, alles klar. Das war echt easy, Leute. Easy going. Kann man hier so einen Huhn mitnehmen? Kann man das Huhn boxen? Komm her, Huhn, ich boxe dich K.O. Jetzt werden hier einfach diese Hühner freigelassen. Lulz. Aber, ich frage mich halt, was hat das mit Bad Guys at School zu tun? Wenn hier einfach die Hühnchen freigelassen werden. Keine Ahnung, Mann. Das ist irgendwie total random manchmal. So, genau. Wir gehen jetzt erstmal zu unserer Crew, zu unserer Gang. Leute, ihr wisst Bescheid, die 501 Gang ist wieder mit am Start. Wir müssen nämlich jetzt probieren, erstmal neue Aufträge hier reinzubekommen und so. Oh, da sind die Lehrer, da muss ich ein bisschen aufpassen. Ey, dieses Outfit ist übelst fresh, ne? Sieht echt richtig cool aus. Ein bisschen, hat ein bisschen was von Malfoy, oder? Was sagt ihr? Hat ein bisschen was von Malfoy von Harry Potter? Wer stimmt mir zu? Lasst einen Daumen nach oben da. So, genau, wir müssen den Bus in den Fluss oder den Bus in den See... LOL! Okay, das werden wir machen. Wird auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Schlagen die da gerade die Hühner? Ich höre hier so Boxen und dann höre ich noch die ganze Zeit so Hühnergeräusche. LOL. Okay, das wäre witzig. Warte, ich muss mal kurz warten, bis die Lehrer da weg sind. Okay, ich fahre jetzt einfach hier ganz schnell raus. So, den Bus haben wir jetzt mal geklaut. Entschuldigung, ich möchte da ganz gerne bitte durch. Hallo, entschuldigen Sie bitte, ich möchte ganz, ne? Ich bin ganz normaler Busfahrer, ganz normaler Ich bin kein normaler Busfahrer, das stimmt nicht, ich lüge, ich habe gelogen. Okay, hier lang, dann vorne nach rechts. Ganz langsam, okay, ich drifte jetzt einfach hier so rum. Das ist Dings, Leute, Tokyo Drift. Ah, oh, ich steck fest.
Okay, ich muss wirklich ein bisschen aufpassen. Ich muss wirklich ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht irgendwie stecken bleibe oder sowas. So, jetzt zeige ich euch erstmal diesen Fluss, den es hier... Oder Fluss sage ich die ganze Zeit, diesen See. Ich meine diesen See, den es hier gibt. Da müssen wir jetzt erstmal hin. So. Und dafür müssen wir nach da vorne gehen. Genau, wir müssen nach hier vorne. Das war hier. Mann, wer hat diesen Baum dahingestellt? Wer war das? Okay, fast geschafft. So, hier einfach mal so. Zack. Und dann ausgestiegen. Yeah. Okay, jetzt ist der Bus hier in dem kleinen Teich, See, was auch immer. Krass, Mann. Diese Jacke, die macht mich unbesiegbar. Ja, die Lederjacke. Unbesiegbarkeit. Boom, Leute. Ey, ist aber schon richtig geil gemacht mittlerweile. Also diese ganzen Missionen werden immer nicer, immer nicer. Also die Gang denkt sich echt was Nices aus. Was geht ab? Gang, Gang, Gang. Das ist der Gang-Shit. Let's go. Was geht? Was kann man jetzt machen? So. Wir sollen einen Nerd in den Pool werfen. Okay, da sind die Nerds. Die sitzen da einfach rum und sowas. Und wir müssen den dann sozusagen... Moment. Wir müssen den dann sozusagen hiermit, glaube ich, sogar packen. Komm mit, kleiner Nerdy. Jo, 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 jetzt steckst du da in der Wand fest. Heul nicht so rum. Ja, komm, kleiner Nerdy. Let's go da. So, wir müssen jetzt zum Pool, also zum Schwimmbad sozusagen. Und den dann einfach da reinschmeißen. Nichts leichter als das, Freunde. Nichts leichter als das. So. Hier lang. Komm mit. Guten Tag. Ich mach grad nichts. Ja, interessiert dir sowieso keinen. Hallo, Herr Lehrer. Ich möchte nur kurz den Typen hier in den Dings schmeißen. So, und das... So, zack, und Rainer mit dir. So, okay, und er steht einfach wieder da am Rand, als wäre nichts gewesen. Kann man hier wieder... Hallo, ich möchte hier raus. Okay, dann natürlich so. Gut, nächster Auftrag, Leute. Ich hab Bock. Ich bin gespannt. Hey, du, na, was geht ab? Yeah, oh, da liegt Geld. Moment, das Geld möchte ich sehr, sehr gerne haben. Vielen Dank. Guck mal, was ich hier mache. Haha, mich kriegt keiner. Gucken Sie mal... Wow! Oh mein Gott, Alter, wie weit der geflogen ist. Piu, piu. Kommen Sie her, Herr Lehrer. Bam! Oh nein! Steh auf, 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 lauf, 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 lauf. Oh oh. Oh 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 oh. Nimm das Ding. Nimm das, nimm es, nimm es, nimm es, nimm es. Jawohl. Und jetzt den Lehrer kurz wegschießen. Bam! Und nochmal. Bam, Junge. Nimm das. Okay, danke für Ihr Geld, Sir. Nice, okay, wir haben jetzt sogar schon 85 Dollar mittlerweile wieder. Gewinne einen Kampf gegen einen Athleten. Nichts leichter als das, oder? Nichts leichter als das. Niemand kriegt mich. Wisst ihr auch warum? Weil ich nämlich mit einem Baseballschläger ausgestattet bin. Bam, bam. So, das ist, wo sind die Athleten? Ich denke mal hier vorne auf dem Sportplatz, ne? Ich denke mal, da werden die Athleten auf jeden Fall ihr Unwesen treiben. Was geht ab, Mann? Was geht ab, hä? Hä? Was guckst du mich so dumm an von der Seite, hä? Hast du mich gerade angeatmet? Guck mal, da stehen einfach Drillinge gerade. Yo, der kann einfach fliegen? Warte mal, das probieren wir jetzt nochmal aus. Guck mal, flieg nochmal für uns, los. Flieg nochmal, juhu, guck mal, wie schön er fliegen kann. Herr Lehrer, gucken Sie mal, wie schön der Schüler hier fliegen kann. Gib mir jetzt ein Pausengeld, Mann. So, dankeschön, das ist das Einzige, was ich von dir wollte, Bro. Okay, wir können kurz hier, zack, die Waffe wieder wechseln. Hier, ich höre die ganze Zeit Hühner, ne? Sind die jetzt hier in der Cafeteria oder was ist hier los? Keine Ahnung. Was geht ab, Joe? Alles klar bei dir? Gut siehst du aus, Mann. Mach mir mal später eine Bratwurst mit einer Coke. Du weißt Bescheid, Bro. Okay. Genau, wir wollten die Athleten eigentlich jetzt gerade ein bisschen verprügeln. Ganz klassisch, Leute. Man kennt sie, die Athleten, die einfach verprügelt werden müssen. Easy Clap, Leute. Easy Clap. Was geht ab, Joe? Na? Alle, ist das einfach alle Joe, gell? Okay. Ich glaube, das sind die Athleten. Da muss ich mir mal ganz kurz hier... Zack. Den Basie rausholen. Was läuft, na? Ich glaube, den da mit der roten Hose. Die rote Hose macht mich irgendwie aggressiv. Was ist dein Problem, hä? Warum trägst du eine rote Hose? Rote Hosen sind hässlich. Sie sind einfach zu hässlich, dass man damit... Lol, der fliegt einfach... Lol, der... Was ist denn mit dem los? Komm da runter. Komm da runter. Wieso können die denn auf einmal fliegen? Jo, oh, ich habe aber schon ordentlich was eingesteckt gerade. Das war sogar richtig. Das waren die Athleten. Guck mal, hier ist ein Baseballschläger, sag ich schon. Hier so ein Football. Kann man den klauen? Lol, Tatsache. Ah! Ah! Oh mein Gott, Hilfe! Die wollen mich verprügeln. Bitte, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Bitte helfen Sie mir, bitte!
Ich wollte das doch gar nicht. Ich wollte. Jetzt habe ich einfach den hier im Football geklaut. Was ist euer Problem? Hä? Wollt ihr jetzt Stress mit mir anfangen? Ich bin viel schneller als ihr. Wow! Jeha! Komm schon, komm. Ja, los. Ja, guck mal hier da. Was? Oh, oh mein Gott, Hilfe! Bitte, die wollen mich schlagen. Hilfe, bitte! Okay, also das ist keine so gute Idee eigentlich. Okay, wartet. Ich muss hier ganz kurz. Ah, warum habe ich jetzt die Schnur rausgeholt? Lol. Warum habe ich diese Schnur rausgeholt? Ich brauche den Basie. Guck mal, die prügeln sich einfach gegenseitig. Hey! Warum eigentlich nicht, ne? Der eine hat sich jetzt K.O. geprügelt. Ich heb mir nur ganz kurz hier das Geld auf. Warte, ich mach mal ganz kurz mit, so, damit es ein bisschen schneller geht. Lol, die haben sich einfach gegenseitig K.O. geprügelt. Oh, hier liegt Geld. Geil. Nehme ich auch ganz gerne mit. Lol, ich finde die ganze Zeit Cash-Mash. Und der Typ macht jetzt hier wieder einen doppelten Rittberger. Geil. Das ist auf jeden Fall was, was ich auf jeden Fall mega nice finde. So. Wir können jetzt erstmal hier bei der Gang. Was geht ab, Leute? Wir sollen die Mathe-Kopien vom Lehrer anzünden. What the? Was sollen wir? Okay, das ist das Haus vom Mathe-Lehrer. Würde ich mal sagen, steigen wir da mal ganz sneaky ein. Warum ist hier die Tür offen und warum sind hier absolut keine Möbel? Das ist wirklich mega seltsam. Hey, hier ist nichts. Oh, das ist gar nicht das Haus von dem Typen. Ich dachte eigentlich, das wäre das Haus. Das ist das richtige Haus. Lol, aber bei dem war einfach die Tür offen. Man kann einfach rein... Oh, lol, hier sind alle Türen offen. Okay, wir schauen mal kurz rein. Ich hoffe mal nicht, dass der Mathelehrer zu Hause ist. Okay, hier sind die Dings. Dafür brauchen wir, glaube ich, das Feuerzeug, ne? So, aber man kann die, einfach mitnehmen. Ich probier's mal aus. Wir sollen die Burn Math Copies, also wir sollen die sozusagen anzünden, aber wie? Warte mal. Okay, damit doch. Ah, okay, hat doch funktioniert. Hä, wieso hat's eben nicht geklappt? Voll seltsam. Okay, congratulations! Cool! Riecht ihr das? Es riecht hier irgendwie... ein bisschen komisch, so ein bisschen nach Stinkbomben. Und das hier ist unser erster Auftrag. Wir sollen heute nämlich Stinkbomben auf Erwachsene werfen, Leute. Und das wird extrem, extrem witzig. Ich habe da mega Bock drauf. Und ich würde sagen, wir verschwenden jetzt nicht viel Zeit. Let's go. Wir haben mittlerweile richtig, richtig hardcore viel Geld, Mann. Wir haben $240 einfach einstecken. Das ist übelst krass eigentlich. Deswegen, Freunde, können wir gleich mal ein bisschen schauen, ob man sich ein neues Outfit oder noch irgendwie einen anderen Stuff oder sowas holen kann. Aber erstmal müssen wir uns hier ein bisschen vorbereiten. Ich habe hier eine Stinkbombe, aber so wie es aussieht, reicht die nicht aus. Und mir ist auch aufgefallen, Leute, es gab in der allerersten Folge ein Skateboard, aber ich habe dieses Skateboard bisher irgendwie immer noch nicht gefunden. I don't know, wo das sein soll, weil das ist eigentlich echt voll cool, wenn man so ein Skateboard hat, weil dann kann man damit ein bisschen durch die Gegend cruisen und so weiter und so fort, wenn ihr versteht, was ich meine. So, und da ist man noch ein bisschen schneller, aber keine Ahnung, wo das sein soll, Mann. Keine Ahnung. So, okay, wir gehen wie ein ganz normaler Bürger über den Bürgersteig hier und über den Zebrastreifen. Ganz entspannt, Freunde, ganz entspannt. Und, genau, kaufen jetzt hier erstmal bei dem Typen, der kein T-Shirt... Trägt der ein T-Shirt? Das sieht aus, als wäre der nackt. Du bist nackt! So, hier eine Stinkbombe. Und ich habe mir sagen lassen, dass wir wahrscheinlich für diese Folge noch eine Rakete brauchen. Nehmen wir einfach mal zwei Stück mit. Das kann natürlich nie schaden, ne? So, wir sind fertig. Jetzt können wir wieder zurück back in the school gehen, Freunde. Aber natürlich wie ein ordentlicher Bürger über den Zebrastreifen und den Bürgersteig natürlich benutzen. Ja, ihr wisst Bescheid, Leute. Es kann nämlich ziemlich gefährlich werden sonst. Lass mal nochmal diesen Football klauen, ohne dass es einer mitbekommt. Und geklaut. Und geklaut. Und, geklaut. Und jetzt habe ich ihn. Oh, es hat niemand mitgekriegt, so wie es aussieht. Haha. Ohoho. Ich schmeiß den jetzt in den Müll. Kommt doch, ich bin Draco Malfoy. Ich verzauber euch einfach. Ja, okay, das war ziemlich random, Leute. Ich bin nicht Draco Malfoy. Ich bin einfach nur irgendein Rowdy in der Schule. Ey, guck mal, dem Erwachsenen, dem Joe hier, kann ich auch mit einer Stinkbombe abwerfen. Wollen wir das mal machen? Ich lasse mich jetzt erstmal von den Typen hier verprügeln. Ja, komm. Alter, dann haut mir halt einfach aufs Maul. Warte, ich nehme mal hier kurz den Basie. So. So, ganz kurz. Warte, ich habe eine bessere Idee. Ich glaube, ich lasse mich einfach... Ja, alles klar. Ich glaube, ich lasse mich einfach von einem Lehrer catchen. Habe ich eigentlich den... Ich habe den Football nicht gekriegt, obwohl ich den eingesteckt habe und geklaut habe. Aber die Typen wollen sich immer noch mit mir prügeln. Das ist typisch Sportteam, ne? Das ist so dieses... Oh, bisschen Geld. Nice, danke, Mann. Das ist so dieses typische Sportler-Team, Mann. Immer große Schnute, aber nichts dahinter. So, jetzt erstmal hier kurz mal die Stinkbomba auf einwerfen. Erstmal hier rein.
Bitteschön. Und auf den nächsten Erwachsenen, den da hinten wahrscheinlich. Ne, der ist zu weit weg. Hey, was geht ab, Bro? Jawohl. Oh, ich hab voll was ins Auge gekriegt, Mann. Okay, raus hier. So, nice. Erster Auftrag ist geschafft, Friends. Das ist mega, mega cool, mega, mega fresh. Ich hol mal hier bei den Boys, bei der 501-Gang, hol ich mir mal wieder das. Pull the principal's pants down. Also wir sollen sozusagen die Hose vom Direktor runterziehen. Okay, da vorne läuft schon der Direktor. Bro, warum bist du so weit weg, Mann? Kleiner Junge, du. Kleiner Junge. Okay, jetzt muss ich nur noch kurz sneaky gucken, wie das funktioniert. Ich riech wahrscheinlich ein bisschen nach Stinkbomben. Ha! Wuhu! Yeah, das hast du davon. Bam, Junge. Oh. Okay, er hat mich gekriegt. Aber ist alles halb so schlimm, Leute. Es ist alles halb so schlimm. Wir müssten eventuell nur noch mal kurz wieder zurück zur Gang Gang. Ihr wisst Bescheid. Und den nächsten Auftrag holen. Wir haben auf jeden Fall Mission completed, Freunde. Mission completed. Aber was ist das auch für eine Schule, Alter, wo man die Hose einfach vom Direktor runterzieht, ne? Okay, wir sollen irgendwie das Regentotem aktivieren oder so, oder spawnen. I don't know. Keine Ahnung, was damit gemeint ist. Ein Regentotem. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Keinen Dunst. Also irgendwie so ein Pole ist ja eigentlich eine Stange, ne? Ich weiß es nicht, aber wir laufen da jetzt einfach mal hin. Ich habe überhaupt keinen Dunst, was es sein soll. Im Schwimmbad? Ne, ist nicht im Schwimmbad. Da sind nur die ganzen Nacktfrösche, Leute. Aha, da im Haus. Aber ich kann hier, guck mal, das ist einfach so dumm. Ich kann einfach hier so um den Lehrer rumrennen. So, und jetzt sage ich, okay, Leute, ich verlasse kurz die Schule. Ciao, mach's gut. Oh, ah, voll auf diesen Spikes da drauf oder auf diesem Zaun. Lul. Okay, wir rennen hier einfach mal in ein random Haus rein und da irgendwas mit einem Totem machen. I don't know. Ja. Ah! Hä, lol, was? Ist das hier das Totem? Als ob es jetzt regnet, lol. Okay, cool. Das ist... Oh! Oh, es ist random. What the... Was? Was geht denn jetzt ab, als ob ich so für so eine Flut gesorgt habe mit diesem Regentotem? Holy Kupoli, Alter. Hä, was? Dieses Spiel ist so unfassbar random, Alter. Man muss es nicht ganz verstehen, oder? Man muss es nicht ganz verstehen. Warum sollte ich dieses Regentotem aktivieren, dass es jetzt regnet? Alter, keine Ahnung, Mann. Okay, ich muss doch darüber schwimmen. Es ist so ultra seltsam. Okay, ich gehe mal kurz zur Gang. Guck mal, die ganzen Lehrer schwimmen auch. Alle schwimmen da, gell? Ist einfach Ausnahmezustand. Und die unterhalten sich da einfach noch ganz normal, als wäre nix, gell? Die unterhalten sich einfach da. Yo, was geht ab, Jimbo? Alles fitty? Okay, hoffentlich geht es jetzt mal wieder weg hier, der. So. Als ob es jetzt die ganze Zeit Flut ist. Nee, ist es nicht. Alter, Gott sei Dank, Alter. So, wir sollen das Auto von... Wir sollen das... LOL! Was ist das? Ist das ein Hai? Ja, man kennt ihn, oh, LOL! Den Hai, den man mag. Komm mal her, kleiner Hai. Ich bring dich hier mal wieder in deinen natürlichen Lebensraum. Komm her. So. Bitteschön. Das hier ist ein natürlicher Lebensraum von einem Hai, Leute. Ich wollte ihn eigentlich ins Wasser schmeißen, aber irgendwie ist er daneben geflogen. Ist aber auch alles cool. Nicht so schlimm. Okay. Das Auto von, vom Direktor sollen wir irgendwie auf die Müllhalde oder sowas bringen mit einem Kran. Das ist aber ein anderes Auto, oder? Okay, ich habe jetzt das Auto. Aber wo ist die Müllhalde? Keine Ahnung, wo die Müllhalde sein soll. Okay, wir fahren jetzt auch zum ersten Mal mit dem Auto hier. Müllhalde, Müllhalde, Müllhalde. Also es ist keiner da. So, das ist schon mal ganz gut, dass uns keiner hier verfolgt. Ah, da hinten. Ich sehe es schon. Okay, perfekt. Da ist die Müllhalde. Und dann sollen wir das Ding anscheinend... Oh, mit einem Kran irgendwie... Dingsen. Okay, hier raus. Ja. Okay. Ah, einsteigen. Oh, oh, was? Okay. Ja. Was sollen wir jetzt machen? Sollen wir damit jetzt wieder zurück zur Schule fahren? Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt tun soll.
Das Ding ist voll schnell, Mann, dieser Kran. Der ist übelst schnell. Voll der Ferrari, Alter. Ja. Okay, da hüpft immer noch der Hai. Der ist immer noch nicht vertrocknet. Was geht ab, Leute? Jeha! Okay, es war anscheinend einfach nur... Oh! Okay, new item available. Was ist das? Was sollte das sein? Warte mal, ich fahre jetzt einfach damit mal wieder in die Schule. Lulz, okay, ich sollte es einfach nur hier einfach liegen lassen. Komm, wisst ihr was? Raus hier aus dem Auto. Raus hier. So, kann ich nicht mit der Karre wieder zurückfahren, eventuell? Ja, perfekt. Okay, dann fahre ich jetzt einfach mit dem Auto vom Direktor wieder zurück. Dieses Spiel ist so stupid, Alter. Dieses Spiel ist so stupid. Okay. Wir sind sogar schon gleich an der Schule dran. So, wir haben jetzt ein neues Item. Das lag bei diesem einen, Nerd im Raum. Oder beziehungsweise der saß davor. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Das sah irgendwie aus für mich wie so ein Scheinwerfer oder sowas. Ich gehe aber erstmal hier zur Gang, Leute. Ihr wisst Bescheid. Gang. Leute, was läuft? Alles fitto. Okay, lass mal hier. Zack, nächster Auftrag ist, benutze das Feuerwerk bei einem Sportcoach. Okay, Feuerwerk habe ich auch schon hier mit am Start. Habe ich ja eben schon gekauft, sicherheitshalber. Ihr wisst Bescheid. So, aber wo ist der Sportcoach? Und ich werde sehr, sehr wahrscheinlich, wenn ich einen Sportcoach treffe, werde ich sehr wahrscheinlich das Zeitliche segnen, weil, Freunde, ich nicht mehr so viel Leben habe. Und da ist noch ein Hai. Und ein Pogo-Stick. Den nehme ich mal mit. Was bringt denn der Pogo-Stick? Oh! Was läuft, Leute? Seht mich an. Aua, ah. Wo ist der Sportcoach? Da ist nur dieser dicke Junge. Ah, guck mal, da ist einer. Jetzt hier ganz fix mal das Feuerwerk umgesattelt. Und ciao. Nice. Mission complete. Congratulations. Boom, baby. Boom, boom, boom. Pam, pam, pam. Wir sollen auf 5 Schüler springen mit einem Pogo-Stick. Den guten alten Pogo-Stick haben wir sogar hier mit am Start schon. Den haben wir ja schon in der letzten Folge gefunden. Und Leute, ich habe bisher irgendwie immer noch nicht das Skateboard gefunden. Ich weiß nicht, wo das ist. Okay, ich habe keine Ahnung. Es haben mir voll viele Leute geschrieben. Also Lars, du musst dann versuchen, da hinten, wenn du rückwärts einparkst, da ist nämlich da in Richtung Himalaya, sind nämlich die Skateboards. Aber ich habe es einfach nicht gefunden. Keine Ahnung. So, ich springe jetzt einfach mal hier ein bisschen auf den Schülern. So, zack. Lol, man kann halt wirklich auf den ihren Köpfen hüpfen. Auf ihren Köpfen hüpfen? Lulz. Okay, wartet. Hier, erstmal auf die gute alte Jacqueline. Jacqueline, komm her, ich hüpfe auf deinem Kopf rum. Wenn ich mal treffen würde. Und hier auf dem guten Alfredo. So. Und nochmal auf dem Kopf von der Jessica. Komm her. Hola. Zack. Perfekt. Nice. Die wehren sich auch nicht, die ganzen, die hier draußen stehen. Lol. Ist ja mega nice. So, jetzt erstmal hier zu der Gang. Gang, Leute, ihr wisst Bescheid. Stopp, erstmal runter da. Was ist euer nächster Auftrag, Crew? What up, what up? So, wir sollen eine Essensschlacht in der Cafeteria starten. Okay, das ist mein Job. Yeah, yeah, yeah. Lass mal ein bisschen später gucken, ob wir eventuell unser Outfit nochmal wechseln können, weil langsam fange ich an, in diesen Ledersachen ein bisschen zu schwitzen. Ne? Das stinkt jetzt ein bisschen. Ich sollte entweder ein Deo benutzen oder natürlich einfach mal die Klamotten wechseln. Aber ich glaube, ich schaue mal, was man noch so für Klamotten kriegen kann. Weil ich meine, wir haben 233 Dolleronis und ich glaube, da kann man auf jeden Fall ein bisschen was mit anfangen. Was glotzt mich so dumm an, hä? Was hast du mich jetzt so dumm von der Seite angeglotzt? Komm her! Ich nehme jetzt hier diesen Feuerlöscher. So, friss das! So, ein bisschen Schlagsahne auf dem Topping. Genau, was wollte ich jetzt machen? Genau, wir sollen einen Essensstreit in der Cafeteria beginnen. Ich glaube, die, beziehungsweise eine Essensschlacht, die Cafeteria ist, glaube ich, hier draußen. Und da fangen wir dann auch direkt schon an, Leute. Dass man hier ein bisschen Hühnchen, ein bisschen Früchte oder was auch immer durch die Gegend wirft. Okay, kann man hier... Das Taken. Ne, man kann sich hier nur hinsetzen. Ansonsten. Okay, ich habe jetzt das Ding hier in der Hand. Und juhu! Wow, was für eine Essensschlacht, Friends. Was für eine Essensschlacht. Hallo, nicht hin... Was bockst du mich? Okay. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn ich komme zur rechten Zeit, der muss sehen, was übrig bleibt. Und jetzt hau ich dir so brutal mit diesem Baseballschläger eine rein, dass dir Hören und Sehen vergeht. So, mein kleiner Freund. So, komm her. Bitteschön, dankeschön. Was ist denn los, hä? Okay, ich habe gar nichts gemacht, du fliegst hier einfach so... Alles klar, was ist mit dir los? Sie fliegt hier einfach so durch die Gegend und kriegt die ganze Zeit Schaden, warum auch immer.
So, let's go. Das war die Aufgabe. Jetzt gehen wir wieder zur Gang. Gang, Leute, ihr wisst Bescheid. Die 501-Gang ist wieder mit am Stizzle. Wer gehört zur 501-Gang, der gibt jetzt einen Daumen nach oben, Leute. So, und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich jetzt sofort, ja? Habt ihr mich verstanden? Wer nicht abonniert hat, der verpasst ihr etwas. Let's go. So, hier drauf. Ganz kurz hier mit den Jungs reden. Und jetzt sollen wir ein Papierflugzeug... Mann, hier ist ein Haar auf meiner... mein Mikrofon. So, wir sollen jetzt ein Papierflugzeug in das Büro von der Direktorin schicken, beziehungsweise reinfliegen lassen. Wir haben ja noch ein Paper Plane aus den letzten Folgen, und zwar das hier. Aber wir werden jetzt erstmal schauen, dass wir hier vielleicht nochmal ein paar mehr aus dem Klassenzimmer holen. Zack. Okay, ich habe mich jetzt einfach auf den... Okay, alles klar. So, und jetzt müssen wir uns wahrscheinlich draußen hinstellen und dann das da reinfliegen lassen, weil... ich glaube, das Büro ist hier ein Stockwerk oben drüber. Guten Tag, schönen guten Tag. Da kann man das reinfliegen lassen und das werden wir jetzt auch tun. So. Okay, zack, Mission complete. Da stand eine böse Nachricht drauf, die ich jetzt nicht vorlesen möchte, Leute. Da stand sowas drauf wie, ja, wir wollen... Was? Ein Jetpack? Das wird wild, Leute. Das wird jetzt richtig wild. Wo ist dieser Jetpack? Wo ist das? Das würde mich mal interessieren. Zack, erstmal hier mit der Gang schwätzen. Okay, wir sollen den Ball von den Fußballspielern oder von den Footballspielern klauen. Ja, nichts leichter als das. Das haben wir ja schon mal gemacht. Und dann sind wir uns die ganze Zeit hinterhergelaufen. Aber wo war dieser crazy Jetpack, Mann? Hier im Lehrerzimmer? Weil die im Lehrerzimmer, die haben meistens so den Jetpack mit am Start. Aber sieht nicht danach aus. Gefunden! Gib her! Nice! Jetzt haben wir den Jetpack mit am Start. Und ansonsten, Skateboards sind immer noch nicht aufgetaucht. Wisst ihr, Leute, wir haben jetzt ein Jetpack, aber wir können halt immer noch nicht Skateboard fahren. Das ist zu viel verlangt, ne? Skateboard fahren ist zu viel verlangt. Aber wisst ihr, was ich, glaube ich, machen kann? Ich glaube, ich fetze mir hier den Jetpack und schnapp mir hier den Ball. Kann ich den Ball nehmen? Nee, es geht nicht. Aber ich kann mir den Ball schnappen. Und jetzt laufe ich einfach weg. Und jetzt schnappe ich mir den Jetpack. Was ist das? New... Das ist auch da beim Jetpack. Lulz! Guck mal, jetzt. Ich habe jetzt einfach so ab. Juhu! Ich kann fliegen! Es ist einfach so bescheuert, Alter. So. Mir läuft eh gerade keiner hinterher. Aber hier irgendwo war nämlich dieses... Irgendwo gab es dieses Item, dieses neue. Das war so eine Gift. So eine giftige hier. Nehmen wir das Papier mit. So was Grünes. So ein giftiges grünes Glas. Vielleicht ist das ein Chemieraum? Ey, keine Ahnung, wo das sein soll. Ja gut, okay. Was ist das hier? Nur Schrott, nur Schrott. Schrott, Schrott. Brauchen wir alles nicht. Alles klar. Dann ganz fix erstmal zur 501-Gang gerannt. So, hier lang. Boah, man ist so viel schneller mit dem Jetpack. Das ist der Wahnsinn. Okay. Einmal her mit dem Auftrag. Wir sollen Feuerwerk in die Bibliothek schießen. Buy it im Store. Ja, aber wir haben ja schon Feuerwerk. Das ist ja... Ist ja schon mit dabei, Freunde. Ansonsten, guck mal, da sitzt auch jemand. Das sind wahrscheinlich die Lehrer, auf die wir aufpassen sollen. Aber... Es geht ab, Mann. At the head of the library. Ah, das ist wahrscheinlich die Bibliothekarin. Okay, das sollen wir wahrscheinlich dann so machen. So. Und dann einfach mal ganz fix. Ich werde jetzt wahrscheinlich sterben. Ja, congratulations. Ja. Okay, es ist sogar jetzt schon der nächste Tag angebrochen. Aber wir starten jetzt noch nicht mit dem... Ja, dann ist okay. Ist okay, dann verhafte mich halt nochmal. So, wir starten einfach mal ganz kurz mit dem neuen Tag. Let's go. Was? Was ist das? Was soll das sein? Was ist das? LOL! What the... Oh mein Gott, das ist eine Knarre! Cool! Das ist nice. Kann man hier die... Dings noch nehmen, die Kreide nehmen. Was ist jetzt dein Problem? Willst du dich jetzt mit mir wirklich boxen? Komm her, ich boxe dich K.O., Alter. Was ist jetzt dein Problem? Und jetzt rennst du auch wieder weg, hä? Du Weichei. Weichei, Weichei. Yo, alle Lehrer sind dumm, ihr habt alle schulfrei. Woo!
Okay, die Sache ist, wir haben jetzt das Ding da gefunden. Das hatten wir ja schon, glaube ich, in der letzten Folge freigeschaltet. Das ist so eine Art Kanone, denke ich mal. Aber es ist bisher halt immer noch nicht aufgetaucht, wo... Doch, hier! Was? Ernsthaft? Ernsthaft? Ich komme ja nicht mehr aus dem Zimmer raus. Kann ich die Schule kaputt prügeln? So, so muss ich dann durch die Türen gehen. So. Jetzt hat keiner mehr eine Chance gegen mich. Oh mein Gott, das ist bescheuert. Das Jetpack war ja schon dumm. Okay, jetzt hau ich erstmal dem Streber hier vorne eine rein. Bam! Oh. Bam! Ciao! Wir sehen uns morgen. Ich kann hier einfach übers komplette Schulgelände boxen. Guck mal. Piu! Ciao, bis morgen! Oh Mann, Alter, ist das dumm. Okay, wir sind jetzt hier schon im neuen Tag, aber ich wollte eigentlich etwas anderes machen. Denn, Leute, erstmal müssen wir hier dieses komische Gift finden, was irgendwie bisher immer noch nicht aufgetaucht ist. Weil ich hätte das schon gern. Das war so eine grüne Flasche, das habt ihr eben gesehen. Und was ich auch machen wollte, war ganz kurz... ganz kurz mit euch einfach mal... Hö, hier liegt einfach eine Tasche. Lol. Einfach mal ganz kurz mit euch schau... Da ist das Skateboard! Ich hab's! Ich hab's endlich gefunden, lol. Ich wollte mit euch nochmal Dings customizen. Den, Den Skin hier, den wollte ich nochmal ein bisschen mit euch umändern oder sowas. Aber, okay, ich würde jetzt sagen, bevor wir jetzt noch mehr Zeit hier drinnen verschwenden, kann man hier einen nice Kickflip machen. Ihr wisst Bescheid, Leute. Gehen wir mal ganz kurz hier aus dem Menü raus, denn den Tag 6 heben wir uns nämlich auf, Leute, ja. Der Tag 6 wird nämlich unser Tag werden, das ist in der nächsten Folge, was dann passieren wird. Wir können hier ein Clowns-Kostüm noch kaufen für $100, so ein Samurai-Kostüm für 150, Rock'n'Roll 120, was ist das? Das ist einfach eine Rüstung? Okay, Steampunk-Outfit, oh, das ist fresh, Alter, Vacation-Outfit. Oder Steampunk-Suit. Dann würde ich das hier, glaube ich, holen. Oh, das sieht richtig fresh aus, Mann. Fertig. Das sieht auf jeden Fall mega, mega cool aus. Yo, ich würde sagen, wir haben heute auf jeden Fall einiges hier vor. Unter anderem müssen wir heute den Mathelehrer mit dem Bogen abschießen, was natürlich völlig klar ist. Ja, das ist eine Sache, die müssen wir auf jeden Fall heute durchziehen. Und ich finde dieses Outfit mega nice. Es gab ganz viele, die mir geschrieben haben, so, Lars, ich finde das Outfit, dass du so aussieht wie Malfoy, das finde ich viel cooler. Was willst du, hä? Ist das ein Problem? Hast du ein Problem mit mir oder was? Hä? Komm schon, los, lass uns prügeln. Ich bin hier deutscher Tourist. Yeah! Leute, ist nur Spaß natürlich. Ist alles nur Spaß. Also das war jetzt kein Spaß, dass ich den verprügelt habe. Das war mein Ernst. Spaß. Okay. So, genau, wir müssen kurz mal zum Shop gehen und fliegen jetzt ganz klassisch mit dem Jetpack einfach über die Schule, Leute. Ihr wisst Bescheid. Stellt euch mal einfach vor... Oh, lol. Okay. Stellt euch mal einfach vor, ihr seid so in der Schule, denkt euch nichts dabei und auf einmal fliegt ein Mitschüler von euch mit einem Jetpack einfach über die Schule drüber und macht so... Holiday. Okay, vielleicht jodelt er nicht, aber das wäre doch mega funny, wenn es einfach so einen Typen geben würde. Oh, lol. Da geht's ja brutal weit nach unten, das habe ich jetzt erst gesehen. Es wäre mega witzig, wenn es einfach mal geben würde mit so einem Jetpack. Oben drüber geflogen. Zack. Yo, Joe, was geht ab, Mann? Ich brauche einen Bogen. So, kaufe ich mal einen. Und ich kaufe nochmal ein bisschen davon, ein bisschen hiervon. Ist ja alles nicht so extrem teuer an sich. So, okay. Dann können wir hier wieder raus. Haben jetzt Pfeil und Bogen. Wo ist er denn? Da. Pfeil und Bogen. Habe ich unendlich Pfeil und Bogen? Das interessiert mich mal kurz. Ja, ich habe unendlich sogar. Cool, da muss man den nur einmal kaufen, das ist mega nice. Wir haben mittlerweile auch echt extrem viel Zeug, ne? Wir haben ja auch Kreide, Spraydosen, Feuerlöscher etc. pp. Aber ich brauche natürlich ganz klassisch meinen Jetpack, Freunde. Meinen Jetpack. Auf und davon. Ist das stupid. So, jetzt müssen wir erstmal kurz den Mathelehrer finden oder die Mathelehrerin. Und müssen die jetzt mal... ganz fix einfach mit dem Bogen abschießen, wie man es halt so macht in der Schule, ne? Okay, ich sehe, hier sitzt gerade jemand. Rechnen Sie das hier aus! Bam! Haben Sie damit gerechnet? Wortwitze. Oh! Ich spreng die einfach in die Luft. Okay. Okay.
Der gute alte Lars oder so, der seine Lehre in die Luft sprengt. Ich war's nicht. Bitte nicht. Ich war's nicht. Okay. Sollte ich vielleicht nicht tun, einfach die Lehre in die Luft sprengen. Das scheint jetzt nicht so wirklich zum guten Ton zu gehören. Aber vielleicht die Mitschüler. Was geht ab, Leute? Alles klar bei euch? Oh nein, jetzt ist er schon wieder aufmerksam auf mich geworden. Warte, ich hab kurz den... Nein, 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 stopp, stopp. Ich will nur das Geld aufheben. Bitte lassen wir. Ja, wisst ihr was? Ich bin sowieso hier gerade schon im Raum. Also macht das gar keinen Unterschied. So. Aber wahrscheinlich habe ich nicht nur den Lehrer hier aufgeregt, sondern auch noch die anderen. Ich bin fast tot, Mann. Ich bin wirklich fast tot. Das ist ziemlich uncool. Ich würde mich gerade am liebsten selbst killen, aber es geht leider nicht. Warte, oder ich lass mich einfach mal kurz von einem Rowdy hier boxen. Komm her, lass uns prügeln, los, schlag mich. Yo, Anscha, Alter, ich war einfach One-Hit. Ich war einfach One-Hit, Mann. Was geht ab? Ich möchte nur mal kurz den Mitschüler hier nach draußen begleiten. Der hat irgendwie mir gesagt, dass er ganz, ganz dolle Bauchschmerzen hat und möchte jetzt einfach mal kurz nach draußen. So, und ciao. Woo, yahoo. Hey, nein, stopp, bitte. Bitte, ich habe nichts gemacht, wirklich. Lassen Sie mich in Ruhe. Gib mir den Auftrag. Wir sollen das Feuerwehrauto oder sowas. In here and dive the truck into the ocean. Also wir sollen die Feuerwehr hierher besorgen. Also hierher bekommen. Ey, er rennt mir nicht mehr hinterher, der Lehrer. Cool. Wenn man lange genug wegrennt. Also wir sollen irgendwie was anzünden oder was. Und dann kommt die Feuerwehr. Oh! Okay, Firefighters are coming. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, wo die parken. Ich glaube mal hier oben. Und dann sollen wir einfach das Feuerwehrauto... Der Typ liegt ja auch einfach rum. Kann ich den auch anzünden? Oh, warte. Fress das, Mann! Fress das! Ja, brenne! In der Hölle wirst du schmor... Oh, wartet. Was geht ab, Leute? Ja, ja, alles fitti. Okay, einfach einsteigen. Ah, funktioniert tatsächlich. Easy. Easy going. Und das sollen wir jetzt in den Ocean fahren, also in den Ozean. Das hatten wir ja vorher schon ein, zwei Mal das Problem gehabt, dass ich nicht ganz verstanden habe, wo der Ocean oder beziehungsweise der See und der Ozean ist. Das sind nämlich zwei verschiedene Sachen. Na? Und das da vorne ist jetzt der Ocean. Da ist auch der Hai. Und da fahren wir das Ding jetzt einfach mal rein. Da ist auch einfach eine Rakete. Wahrscheinlich bringt die uns später nochmal was. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo man hier rein cruisen kann. Ah, da. Okay. Dann würde ich sagen, ab rein ins Wasser. Mission complete. Oh. Okay, raus hier. Cool. Das war nice. Das war cool. Ich fliege mal einfach wieder mit dem Jetpack in die Schule, Leute. Man kennt ihn, den Mitschüler, der einfach ganz entspannt mit dem Jetpack in die Schule fährt. Fliegt, nicht fährt. Ein Jetpack kann ich fahren. Oh Mann, Leute. Übrigens, Bad Guys at School kam in letzter Zeit übelst gut bei euch an. Und es würde mich echt freuen, wenn ihr hier den Part auch nochmal... Ihr gebt sowieso einen Daumen nach oben. Habt ihr mich verstanden? Ihr gebt einen Daumen nach oben und ihr abonniert den Kanal, ja? Das ist passiv-aggressives Verhalten von mir. Ihr müsst den Kanal abonnieren, okay? So, okay, wir sind angekommen. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal uns hier die nächste Quest oder beziehungsweise den nächsten Auftrag holen. Yo, Jungs, was geht? Ich bin hier kurz nur mit dem Jetpack hergeflogen. Hallo? Ah, wahrscheinlich muss ich den ausziehen. Ja. Okay, wir sollen mit einem Pferd in die Schule reiten? Okay. On horseback, auf dem Pferderücken in die Schule kommen. Aber wo gibt es die Pferde, frage ich mich. Das habe ich bisher noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo... Gibt es hier irgendwo Pferde? Okay, hier. Ah! Guck mal, da hinten. Das sieht doch schon ein bisschen nach Pferden aus. Okay. Okay, okay. Aber ich bin nicht sicher. Hier gibt es die Pferde, aber ich bin nicht sicher, ob man die auch wirklich reiten kann. Kriege ich eigentlich Fallschaden, wenn ich runterfalle? Ich will es jetzt gar nicht ausprobieren. So. Bin da, wer noch? Okay. Okay, irgendwie... Ride into school on horseback. Ja doch, man muss ja irgendwie auf einem Pferd reiten können. Ach so, okay, never mind. Kann man hier... Jetzt kann ich auf dem Pferd reiten. Und wo ist mein Hut hin?
Lol, ich reite einfach auf einem... Oha, die sind ja übelst schnell. Ich reite einfach auf einem Pferd. Ich muss mir angewöhnen, immer den Jetpack auszuziehen, Leute. Der fühlt sich an, als wäre der an mich geschweißt. Und juhu! Yo, was geht ab, Leute? Bam! Oh, bam! Ich bin in die Schule geritten mit einem Pferd. So, und das lassen wir jetzt einfach mal hier stehen. Du bist ein feines Pferdchen. Oh, du siehst ein bisschen gruselig aus, Mann. Aber auch trotzdem cool. So. Das war nice. Das war ein nicer Auftrag. Komm her, ich box dich. So. Schauen wir mal, was ist der nächste Auftrag von den Boys, Leute. Ihr wisst Bescheid. So. Schieße 5 Leute mit der Gravity Gun. Das heißt die Gravity Gun. Oh. Okay, ich nehme mal hier den kleinen... Und ich schieße dich jetzt einfach. Okay. Die Gravity Gun ist einfach aus so. Ist einfach so aus Kartons. Unterhaltet ihr euch da gerade schön? Unterhaltet ihr euch über Fliegen? Guck mal. Steckt den. Ja. Ich muss nicht mehr dazu erzählen, oder? Juhu! Oh, der Lehrer will auch fliegen können. Ha! Na, Lehrer. Oh! Als ob! Aber. Habe ich jetzt die Mission geschafft? Das wäre jetzt mies. Oh, guck mal, da steht einfach immer noch das Pferd rum. Lul. Opa, opa. Aber ist die Mission jetzt geschafft? Ich glaube schon, oder? Ich habe, glaube ich. Da stand, glaube ich, gerade Mission Complete. Was? Crush 5 people with the Steamroller? Okay, das wird jetzt wild. Jetpack? Wo finde ich den Steamroller? Also das ist wahrscheinlich... Steamroller ist so eine Art Dings, ne? So eine Walze. Also so eine Straßenwalze. Ich fliege nochmal kleines Stückchen weiter nach oben. Da hinten sind irgendwelche Sachen. Guck mal, da! Da. Alter, das Ding glänzt ja mega. Okay, hier das da. Der Lehrer soll mal kurz weggehen, sonst verfolgt er mich gleich. So. 5 Leute damit plattwalzen. Oh! Was? Was als ob? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich mach die halt wirklich platt, aber die stehen da einfach so, als wäre nichts gewesen. Oder? Da ist ja noch jemand. Achtung, hier kommt Johnny. Wow, Mission complete. Congratulations. Oh. Okay, end of day 6. Nice. Das war cool. Das hat Spaß gemacht. Der Tag war wirklich, wirklich nice. Unser erster Auftrag ist, wir müssen alle Hühner aus dem Hühnerstall befreien. Let's go! Ist mega stark, dieses Jetpack. Woo! So, wir hatten schon mal so einen ähnlichen Auftrag gemacht, nur sollten wir irgendwie das Fahrzeug vom Direktor sozusagen in diesen Hühnerstall reinfahren, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es gerade selbst gerade, ehrlich gesagt, gar nicht mehr. Deswegen wissen wir sogar schon, wo der Hühnerstall sich befindet, Freunde. Und dieser Hühnerstall ist hier hinten und jetzt müssen wir einfach alle Hühner freilassen. Juhu, nicht hier gegen dieses Stromding da fliegen, das wäre nicht so cool. Alle Hühner hier, mach mal das Ding hier auf. So. Zack. Ihr seid frei! Ihr seid alle frei! Ja! Yeah! Außer du. Nein, du gehst wieder zurück. Hey, hey, du dickes Huhn, du kommst... So. Kann man diese Hühner einfangen eigentlich? Warte mal, das will ich mal ausprobieren jetzt. Kann man die einfangen? Das wäre ja ultra cool. Komm mal, kleines Chicken. Chicken McNugget. Guck mal hier, kleine Chicken McNugget. Du kleines Chicken McNugget. Okay, dann nicht. Genau, wir müssen jetzt mal ganz kurz wieder zurück zur Gang, Leute. By the way, ich muss sagen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Parts hier von Bad Guys at School noch kommen werden können, weil ich weiß nicht, wie viel Content hier zu holen ist, sage ich mal. Deswegen wird es wahrscheinlich nur noch in Kombination mit dem Good Old Roman kommen in nächster Zeit, weil ich glaube, wir haben das Spiel hier sogar schon so ziemlich durchgespielt. Drive the school bus into the lake. Das werden wir natürlich tun, Leute. Ist alles gar kein Problem. Das sind alles so Quests, aufträgemäßig, die wir schon mal so ähnlich hatten, wenn ich mich recht entsinne. Aber ist alles cool. Es ist alles cool. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob das jetzt der letzte Part sein wird, leider. Aber,
Oh, guck mal, da ist ein Lehrer. Hallo, Herr Lehrer. Ich wollte mir nur ganz kurz den Bus hier ausleihen. Ich bin der neue Busfahrer. Alles klar. Genau. So, hier jetzt einmal ganz kurz nach rechts abbiegen. Bitte rechts abbiegen. Vielen lieben Dank. Bisschen langsamer machen. Und jetzt hier einmal auch nach rechts abbiegen. Können wir nicht eigentlich sogar durch die komplette Schule durchfahren? Ah, ich glaube, die Türen sind zu klein, ne? Bam! Oh, Junge, als ob ich das nicht umfahren kann. Was ist... Okay, alles cool. Alles cool. Wir können hier so durch. Yeah! Dann hier lang müssen wir, glaube ich. Oder? Ich glaube, hier war der Dings. Ja, okay. Hier war der. Der ist nämlich direkt da vorne. Without problems, Leute. Das ist schon mal richtig... Alter! Oh mein Gott. Okay. Und jetzt sind wir auch schon da. Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo, ist jemand da? So, hier vorne ist schon direkt der Dings. Ey, Leute, ich sag's euch, so ein Ding zu fahren hier ist gar nicht mal so einfach. Juhu! Und raus da. Wow, Alter, yo, das hat mich voll erwischt. Ey, yo, ich kann nicht aufstehen. Ey. Oh, okay, ich lebe. Das war alles gewollt, das war alles geplant. Ja, wuhu, ab zurück zur 501 Gang, Leute. Erstmal den nächsten Auftrag abholen, der ist nämlich mega wichtig. Und dann werfen wir unseren Lehrer mit einem riesengroßen Haufen Wurst ab, okay? Nein, nicht mit der Wurst, Leute, was ihr jetzt gedacht habt. Ich meine einen großen Haufen, einen schönen, leckeren Fleischwurstring, okay? Jetzt kein Dings, keine Kacke, oder was ihr jetzt gedacht habt. Throw Nerd into the pool. Wer ist nochmal hier der Nerd? Du, ne? Pass auf, mein Freund. Komm her. Juhu. Voll daneben geschossen, Alter. Komm her, kleiner Freund. Kann man hier nicht noch mehrere nehmen? Ich kann doch noch mehrere Leute hier packen, oder? Hey, stopp, das war nicht so gemeint. Hilfe, der hat mich dumm an... Ah! Okay. Hallo, na? Ah, du bist gar kein Nerd, du bist hier der Nerd. Ah, oh! Ist okay, wir tun jetzt einfach mal so, als wäre nichts passiert, okay? Es ist auch nichts passiert. Oh, hier liegt Geld. Cool, Geld. Geld regiert die Welt. Ich mag Geld. Hm. Okay. Es hat jetzt beim ersten Versuch nicht geklappt, ist aber nicht so schlimm, Leute. Was geht ab, Jungs? Bam, 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 bam. Hä? Hector, was geht bei dir so? Und du, Alfredo, hä? Was ist mit dir eigentlich? Wie heißt der überhaupt? Ich kenne dich doch gar nicht. Der ist schon die ganze Zeit, die ganzen Folgen über in meiner Gang, aber ich kenne ihn einfach nicht, ne? In den Pool müssen wir den werfen. Hallo, Herr Lehrer. Warum ist da ein Huhn? Steh auf! Steh auf! Steh auf, Mann! Ich will dich in den Pool schmeißen. Alter. Du bist auch ein Nerd. Komm jetzt her. So, dann packe ich dich halt. So. Ist nicht das, wonach es aussieht. Ist es viel besser. Hier liegt überall Geld rum. Hallo, Herr Lehrer. Na, wie geht's denn so? Ich will nur mal ganz kurz hier meinen Mitschüler in den Pool schmeißen. Da 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 di, da 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 da. Guten Tag, Herr Lehrer. Na, wie geht's denn so? Da 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 di, da 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 di, da 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 di, da 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 da. Und rein mit dir. Nein! Ich hab ihn daneben geschmissen. Nein! Das war wack. Das war äußerst wack. So, aber es ist kein Problem, Leute, jetzt schaffen wir es, okay? Das klotzt mich so dumm an, Alter. Komm her, geh. So. Heute ist wirklich ein Tag, wo ich nur Stress schiebe, habe ich das Gefühl, so in der Schule, ne? Heute wird nur Stress geschoben. Warte mal, ich muss mal gleich meinen Mitschüler noch umbringen. So. Hier ist jetzt keiner mehr. Ist hier irgendwo noch ein Nerdy? Nö, kein Nerdy mehr hier am Start. Geh mal weg. Doch, da läuft einer. Okay, den holen wir uns jetzt. Oh, da ist Geld. Nice. Digga, der verfolgt mich einfach immer noch. Du bist hier der Nerdy. Komm mal her. Hier, komm, kleiner Nerdy. Jawohl. Okay, da sind auch nochmal zwei Stück. Die wollen alle ein bisschen schwimmen lernen, habe ich so das Gefühl. Der verfolgt mich einfach immer noch. Hier rein mit dir. So. Oh, Alter, weißt du was? Du kannst dich mal richtig jetzt hier kreuzweise. Friss das, okay? Friss einfach meine Rakete. So. Der lebt noch. Guck mal, ich habe hier richtig Bauchschmerzen. Ja, hast du jetzt genug, Alter, so eine Rakete in die Fresse zu kriegen? Was ist dein Problem, hä? Ist er das überhaupt? Bam, Junge. Ah, es war der gar nicht.
Ich glaube, den habe ich gekillt, Mann. Alter Junge, der haut mir ja richtig einen auf die Nuss. Alter, der hat mich umgetreten. Wie der mich einfach so gekillt hat. Einfach so. Ich habe nichts gemacht. Gar nichts. Okay. So, jetzt. Jetzt geht's richtig ab. Buh! Whee! Guck mal, er kann fliegen. Was geht ab, Mois? Lass mal hier. Zack. Wir müssen einen Kampf gegen einen Athleten gewinnen. Das ist nichts leichter als das, Friends. Nichts leichter als das. Okay, wo sind die Athleten? Wo sind die Athleten? Komm zu, Papa. So, kann man hier nicht... Ich glaube, wir machen das da. Ich glaube, wir schießen den erstmal von ein bisschen weiter weg und dann müssen wir gegen den kämpfen und dann gewinnen wir diesen Kampf einfach locker, flockig vom Hocker. Das hier sind doch die Athleten, ne? So. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Doch, hier, das sind die Athleten. Guck mal her. Bap, 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 bap. Zack, boom, bam. Zack, bap, bap. Zack, guck mal, du bist Athlet und ich bin irgend so ein Newbie und mach dich komplett weich. Okay. Das war einfach. Guck mal hier nochmal. Nicht eins getroffen. Nicht einen einzigen Pfeil getroffen. Zurück zur Gang, Gang. Wir haben sogar $210. Lass mal gleich gucken, ob wir uns nochmal ein neues Kostüm kaufen können. Eventuell, ja. Das ist nämlich das, was uns noch fehlt. Wir müssen hier wahrscheinlich noch ein bisschen... ein paar mehr Leute hier verprügeln, um dass wir, noch mehr Geld bekommen. Guck mal, der Typ liegt da einfach immer noch. So. Okay, verbrenne die Mathehausaufgaben im Haus vom Direktor. Nichts leichter als das. Das war hier hinten, ne? Grind. Wow. Alter, habt ihr das gesehen, Mann? Ich bin voll der krasse Skater. Zack. Na, was geht ab? Oh, er hat mich angefahren. Hilfe. Ruft einen Notarzt. Okay. Okay. Hier. Okay, Mission completed. Jetzt haben wir hier nochmal ein bisschen... Nein, congratulations! Oh nein, end of day 8. Okay, 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 okay. Start a new day. So, Leute, ja, ich glaube, wir sind hier für heute auf jeden Fall fertig. Wir sind jetzt schon bei Tag 9 angekommen, aber ich glaube, so langsam geht hier der Content aus. Das bedeutet, wir schauen erstmal, was wir jetzt erst in Auftrag bekommen. Ja, springe auf 5 Studenten mit dem Pogo-Stick. Ja, genau, Leute, ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall hier für heute erstmal ready. Boing. Schaffe ich einen Triple? Schaffe ich einen Triple? Einer? Nee, ich schaffe, glaube ich, keinen Triple. Double. Okay, Leute, falls euch das Video heute gefallen hat, lasst gerne 1 Milliarde Daumen nach oben da. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen Graffiti auf dem Boden. Warte, so ein... ein... Like. Ja, Mann, krass. Yo, ein Like. Wie weit kann man das denn sprühen? Okay, soweit. Super. Yeah, Leute, super. Ein Like. Wow. Heute ist unser erster Auftrag. Wir müssen versuchen, die Polizisten mit einer Explosion zu locken und müssen ihn dann irgendwie in die Baustelle werfen oder sowas. Da ist ein Riesenloch, wie wir wissen. Und wir müssen das heute hier probieren. Let's go! So, erstmal müssen wir hier eine Explosion veranstalten. Ich schmeiß mal einfach hier einen Böller hinter. Let's go. Ah, okay. Ich dachte gerade, da passiert jetzt nichts. Okay, Explosion veranstaltet. Und jetzt kommt so langsam die Polizei. Ich glaube, wir können den auch mit der Leine nehmen und können den dann irgendwie damit schnappen und dann halt zu dieser Baustelle tragen. Oder wir machen es so, ich glaube, es geht sogar schneller, wenn wir einfach vor dem wegrennen. Da ist er ja auch schon. Komm her, kleiner Polizist. Ja, komm, ja, fein. Let's go. So, wir müssen schneller sein als der Polizist, weil er ist schon ziemlich flink auf den Beinen.
So, wir probieren es jetzt einfach mal aus, dass wir den irgendwie so dann da reinlocken. Let's go, let's go, let's go. Okay, er ist noch immer hinter mir. Parkour-Rennen. Yeah. Okay, jetzt wird's wild, jetzt wird's wild, jetzt wird's wild. Ja, was? Was für ein Polizist, oder? Was war das gerade für ein Polizist? Geile erste Runde auf jeden Fall. Nice. Mega cooler Auftrag. Übrigens, Leute, wer die letzte Folge Bad Guys at School, böse Jungs in der Schule nicht gesehen hat, checkt es unbedingt nochmal aus. Da habe ich mit Roman zusammen nämlich eine nice Runde gegambelt, Leute. Wir haben nämlich richtig nice hier gezockt. Und das war cool. Und genau, das könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal anschauen, wer es nicht gesehen hat. Und ansonsten, es gibt ganz, ganz viele Leute, die mich hier nicht kennen. Erstmal kurz, um mich vorzustellen. Hi, ich bin der Lars, ich bin der größte Rowdy hier in dieser Schule und ich muss dumme Aufträge erledigen. Abonniert diesen Channel, falls ihr es noch nicht getan habt und aktiviert die Glocke natürlich, weil meine Videos sehr, sehr gerne zu spät kommen, okay? So. So viel dazu, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass es hier ein neues Klientel gibt auf diesem Channel. Erstmal freut mich, dass ihr hier seid. Mega cool. Und ansonsten würde ich sagen, checken wir erstmal die nächsten Aufträge ab. Let's do this, friends. So, hier. Drink the magic potion and crush 5 Schüler. Bam. Mein Denglisch, Leute, ist wieder on fleek auf jeden Fall. Mein Denglisch ist das Beste. So, dafür müssen wir erstmal in den ersten Stock gehen. Erstmal in den ersten Stock. Und müssen dann dort, bam, erstmal hier die Leute verprügeln. Und müssen dann hier die Magic Potion trinken. Ich bin jetzt nicht so der Fan von der Magic Potion, weil, Freunde, da man irgendwie... Trink das Ding jetzt hier. Los, trink dieses Mundwasserzeug. Los! Trink es! So. Genau. Ich bin nicht so der Fan, weil man sich dann irgendwie voll immer bücken muss, wenn man durch die Türen geht. Und ich mag das nicht. So, deswegen. Ich bleib jetzt einfach die ganze Zeit so. Sieht aus, als hätte ich ein Loch in der Hose. Aber in Wirklichkeit habe ich mir nur die Hose gemacht. So. Hier runter. Und jetzt irgendwelche Mitschüler verprügeln. Erstmal dich hier. Oder okay, dann den hier. Bam. Okay, wisst ihr, wo die Aula ist? Versteht ihr? Wegen Au, wegen Schmerz. Aula nicht. Okay, gut, dann nicht. Zack. Zack. Und du auch auf der Bank. Komm, steh auf. Los, komm schon. Bam. Junge, so läuft der Hase. Nein, so nicht. Das ist zu weit, Bro. Alter, wie weit kann der denn bitte hüpfen, Mann? So, okay. Versuche einen Erwachsenen an eine Rakete zu binden mit einer Leine. Nichts leichter als das. So, dafür brauchen wir jetzt erst einmal den good old adult. Wir brauchen jetzt erstmal den Erwachsenen, den wir hier an die Leine hängen können. Da ist die Leine. Okay, warte mal, ich nehme mal hier noch eine mit. Weil es mir gerade angezeigt wird. Zack. Okay, wartet. So, die Leine nehmen wir auf jeden Fall nochmal mit. Bücken, hoch. Und dann ist da hinten die Rakete. Man kennt sie, Leute. Wir haben die Rakete auch schon in den letzten Folgen gesehen und haben uns gefragt, für was steht da eine Rakete? Und jetzt ergibt das Ganze hier Sinn. Und ich würde sagen, wir nehmen sogar hier den Johnny Be Good. Den good old Johnny. Um den mitzunehmen, solange wir noch diese Magic Potion haben. Hier komm, du kleine Specky-Becky. Hier komm. Okay. So, let's go. Wir müssen gucken, gleich hört unser Dings auf. Unsere Magic Potion hört gleich auf, deswegen können wir da nicht mehr so weit hüpfen, deswegen... Let's go! Weiter geht's. So, da ist die Rakete. Komm, Joe! Beweg deinen dicken Hintern jetzt! Waren wahrscheinlich ein bisschen zu viel Kuchen-Tortenstückchen, die du hier gegessen hast. So, und dann hier mit dir hin. Er hängt dran und... Tschüssikowski, let's go! Und da fliegt er. Da fliegt er, da fliegt er. So, geschafft! Oder? Ja, Mission complete. Dann werde ich mir doch hier erstmal das Skateboard gönnen. Das ist euch mal aufgefallen, dass dieses Skateboard einfach viel zu groß ist. Entweder bin ich einfach viel zu klein oder das Skateboard ist legit einfach viel zu groß. Eins von beiden wird es sein. So, jetzt erstmal zurück zur 501-Gang, Leute. 501. Bam. Da müssen wir jetzt hin und müssen uns den nächsten Auftrag abholen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der nächste Auftrag ist. Keinen Dunst. Aber den holen wir uns jetzt erstmal ab, liebe Leute. Ja. So, hier hoch. Wallride. Das können wir easy machen. Wir fliegen einfach kurz mit dem Jetpack. Mit dem good old Jetpack. Und zack. Kurz gelandet, wie ein Mitschüler landen sollte. So, der nächste Auftrag ist, take the headmaster in a jetpack and drop him on the tower. So, was für ein Tower? Der da hinten? Der da? Der Turm da hinten? Das ist so ein Wasserturm.
Und wer ist Headmaster hier? Den müssen wir jetzt erstmal ausfindig machen. Wer ist denn hier der Headmaster? Hallo? Headmaster? Ah, guck mal, da unten läuft er schon. Der Headmaster. Okay, das ist der hier mit den wenigen Haaren. Zack. So, du kommst jetzt erstmal mit mir mit, kleiner Headmaster. Du wirst jetzt erstmal hier oben auf den Turm abgeworfen. Wisst ihr, mir ist aufgefallen, dass es eigentlich so gar nichts mehr mit der normalen Schule zu tun hat. Weil wer fliegt bitte mit einem Jetpack den Headmaster auf einen Turm? Das hat doch gar nichts mehr mit irgendwas zu tun, oder? Und ist das hier richtig? Oh, guck mal, hier liegt Geld. Eine Menge Geld. Cool, $120. Na, mein Freund, wie geht's dir denn so, du alte Glatzbirne, du? Wisst ihr was? Ich verprügel den jetzt einfach. Einfach so, wisst ihr? Einfach so, ich hab keinen Bock mehr. Kann er mich von hier oben auch noch dingsen? Ich glaub nicht, ne? Kann er mich hier von hier oben auch noch irgendwie zum Nachsitzen verdonnern? Ich meine, ihn hört ja eh keiner da oben, ne? So. Wir liegen auch alle gut in der Zeit. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Deswegen checken wir jetzt erstmal aus, was der nächste Auftrag sein wird. Und buh! Jetpack ausziehen. Okay, wir sollen 5 Nerds mit dem Bogen attackieren. Nichts leichter als das! Let's go! Okay, wir müssen aufpassen, weil da läuft schon ein Lehrer. Ich ziele ihm genau auf die Stirn, auf den Hinterkopf. Buh! Lol! Buh! Zählt das? Also er ist, glaube ich, kein Nerd. Ah, Nerds sind die da. Stimmt, nevermind. Boom! Buh, buh! Okay. Piu, 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 piu. So. Okay, wir suchen mal jemand anderen. Den lassen wir jetzt erstmal kurz in Ruhe. Guck mal, wie er schon läuft. Oh, was ist dein Problem, hä? Friss das! Weißt du, wie eine Faust schmeckt? Hier, so schmeckt eine Faust. Komm her! Bleib stehen, ich will dir zeigen, wie meine Faust schmeckt. Bleib jetzt stehen. Renn dich weg von mir. So. Jetzt habe ich sein Pausengeld noch gejibbt. Und wir können den nächsten Nerd eigentlich mal abballern. Da ist der Sportlehrer. Wo sind eigentlich die restlichen Nerds? Ah! Hey! Ich habe gar nichts gemacht. Ey, ich habe nichts gemacht. Das ist so unfair. Ich habe gar nichts gemacht. Das war alles Jimbo. Ich habe nichts gemacht. So. Okay, Boys and Girls. Wie sieht's aus bei euch? Dann schießen wir jetzt die Nerds eigentlich mal einfach mal so ab, okay? Nerdy, sorry, Bro. Bam! Ich war damals im Bogenschützenteam. Digga, ich treffe kein einziges Mal. So, friss mal einen Pfeil. Und du auch, der da hockt. Einen. Jetzt fehlt nur noch einer. Komm. Nur noch einer. Wo ist er hin? Ach, da hinten. Buh! Komm schon, der muss jetzt treffen. Der muss jetzt treffen. Der muss treffen. Der muss treffen. Bam, Junge, Headshot. Nice. Werfe die Stinkbomben auf die Erwachsenen. Oh Mann, ich hab das voll lange nicht mehr gezockt. Das macht so Bock, Alter. So, hier die 501-Gang ist wieder am Stizzle, die Dizzle, Leute. Ihr wisst Bescheid, 501-Gang ist back. Freunde, genau, wir haben hier tatsächlich echt einiges schon geschafft. Wir sind sozusagen der König der Rowdies. Oh, ich wurde erwischt. Ich wurde erwischt. So, das da. Oh nein, ich stinke. Okay, ich habe sogar schon meine Mission hier completed. Das ist super. Aber jetzt laufe ich einfach mal ein bisschen vor den Erwachsenen weg. Vergiss es. Komm, krieg mich doch. So, dich nehme ich mit. Dich nehme ich mit. Krieg mich doch, du Eierloch. Oh nein. Nein, stopp. Nein, ich wollte... Oh, Mist. Ich wollte eigentlich gerade was ausprobieren, aber es hat nicht funktioniert. So, ich bin ein lustiger Clown. Seht mich an. Komm her, ich box dich kaputt, Mann. Ja. Was willst du machen, hä? Was? Okay. Ich werde einfach wieder mitgenommen. Das wird sie machen. So, ich würde sagen, wir bekritzeln einfach mal ein bisschen die Tafel mit irgendwelchem Besudelungszeug. Und zwar machen wir hier einfach... Es geht gar nicht. Warum funktioniert es nicht mehr?
Ach so, okay, ich kann hier einfach das komplette Klassenzimmer bekritzeln und das werde ich auch tun. So, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. Oh ja, guck mal. Oh, guck mal, das sind Dings. Hier richtig schöne Muster, die ich hier hinmache. Hier die Graffiti-Dose, die kann man ja auch... Damit kann man gar nichts machen, fällt mir gerade. Oh, doch. Oh, guck mal, seht euch dieses Klassenzimmer an. Ist es nicht toll? Hier so ein bisschen abstrakte Kunst an der Decke. Mhm. Wow, wahnsinnig... Ich war es nicht. Ich gehe jetzt hier wieder raus, Leute. Ich mache hier irgendwie voll den Unfug gerade. Genau, nächster Auftrag, würde ich mal sagen. Holen wir uns den erstmal ab. Was kotzt mich so blöd an hier? Komm, ich box dich kaputt. Genau, ich warte halt nur noch darauf, bis neue Updates kommen, bis neue Aufträge kommen und sowas. Ihr wisst Bescheid. Aber, ja, ich brauche halt mehr Geld. Ich müsste eigentlich hier eine Menge Leute verprügeln, damit wir mehr Geld bekommen für die anderen Kostüme. Pull the principal's pants down. Okay, wir müssen die Hose runterziehen vom guten alten Direktor. Das machen wir dann auch. Ich brauche halt mehr Geld. Ich muss irgendwie gucken, dass ich hier... Es läuft. So, zieh ich dir mal kurz die Hose runter. Zack. Wir brauchen halt wirklich einen Ticken mehr Cash. Ich glaube auch, dass ich hier wirklich sowas hier machen muss. So, die ganzen Mitschüler halt wegsprengen. Oh, wow. Um dass ich hier halt mehr Geld bekomme. Und das werden wir jetzt auch tun. Ich werde jetzt, glaube ich, mir einfach als Ziel setzen, so viele Mitschüler wie möglich einfach in die Luft zu jagen. Oh mein Gott, und mich selber auch. Ich verprügel jetzt einfach mal kurz den Lehrer. Nein, warum? Wieso kriegt er mich direkt? Ich habe halt mein Geld viel zu unnötig schon ausgegeben. Warum? Ich habe nichts gemacht. Wirklich nicht. Ich habe nichts gemacht, wirklich. Hier oben müsste jetzt ein bisschen Geld rumliegen. Wir brauchen halt unbedingt mehr. Wie kann man noch mehr Cash hier verdienen? Guck mal, hier liegt schon viel auf dem Boden. Jeweils 10. Aber wir brauchen viel, viel mehr, um dass wir hier richtig mitarbeiten können. Nichts, nichts, nichts. Keiner hat hier Geld gelassen. Alles klar. Dann hole ich mir jetzt mal kurz den Supertrank. Ich bin schon ein bisschen geschädigt. Genau. Ich hole mir jetzt den Supertrank. Dann werde ich einfach mal meine Mitschüler ein bisschen verprügeln. Hier runter. So. Guck mich an. Ich bin der Hulk, Hulk, Hulk. So. Der muss jetzt hier erstmal vermöbelt werden. Bleib stehen. So, ich brauche kurz sein Geld. Nur ganz kurz, ich will mir nur ein paar Dollar leihen. Nur ein paar, ey. Sei doch nicht so geizig. Ist er tot? Er ist schon tot, okay. Was geht, Lehrer? Alles fit? Oh, guck mal, hier ist... Guck mal, Baby, ist hier viel Geld. Junge! Es hat sich doch gelohnt, hier alles in die Luft zu sprengen. Wir brauchen halt wirklich... Ich schau mal gleich. Weg aus dem Weg. Da ist ja noch mehr Geld. Ja, 140 haben wir sogar schon gesammelt. Perfekt, Alter. Sau nice. Mein Plan geht tatsächlich... Alter, ich habe den Hulk noch nie fliegen sehen. Das sieht so dumm aus. Ich würde sagen, wir brauchen unbedingt mehr Sprengzeugs. Und wenn wir genug Sprengzeugs haben... Wartet. Hier durch die Tür. So. Oh, ich muss den Jetty ausziehen. Zack. Red mal mit dem. Wir brauchen mehr davon. Und... Mehr davon. Oh nein, mein ganzes Geld ist jetzt weg. Aber ist nicht so schlimm. Es ist alles halb so wild. Weil jetzt, Leute, können wir hier erstmal alle richtig in die Luft sprengen. Aber erstmal will der Hulk Vergeltung. So. Die sollen sich mit mir anlegen. Okay. So. Wo ist er hin? Der soll mir sein Geld geben. Was macht er da für Faxen? Boom! Okay, ich glaube, wir müssen es doch in der Schule machen, um dass wir das Geld bekommen. Ich schieße mal eine Rakete hier einmal hier rein. Und nochmal. Okay, wir verwandeln uns gerade wieder zurück. So. Und dann nochmal da eine hin. Wo liegt Geld? Kein Geld? Gib mir dein Geld. Oh, okay, er hat Geld gedroppt. Der war einfach One-Hit direkt. So. Okay, wir brauchen halt echt viel mehr Cash. Ich werfe jetzt hier ein paar Dings. So. Ich bin tot. Ich bin genockt out. Ich bin genugattet. Der Ding ist auch einfach.
Mehr. Nein! Mehr. Jawohl. Ich habe noch eins gezündet, bevor ich... Oh, Junge, hier liegt wirklich voll viel Geld. Mein Plan geht auf. So, aber ich brauche mehr Geld. Zack. Was war das? Hier ist ein bisschen was. Da liegt ein bisschen was. Oh, Junge, ich habe schon wieder $100 gemacht. Weg damit. Das ist alles mir. Alles meins. Oben wird wahrscheinlich... Oh, lol, hier liegen voll viele Mitschüler auf dem Boden. Ich habe die einfach alle in die Luft gesprengt, Mann. Hier müsste auch ein bisschen Cash liegen. Ja! Junge! Okay, wir haben jetzt echt eine Menge Geld, Alter. Wir haben jetzt $200 verdient schon. Hier ist wahrscheinlich nichts. Okay, dann würde ich sogar sagen, können wir uns jetzt schon das... Oh, da liegt sogar noch. Da würde ich sogar sagen, dass wir uns einfach jetzt gleich schon das nächste Kostüm holen. Beziehungsweise die nächsten Klamotten oder sowas. Dann haben wir fast alles sogar geschafft, was man hier schaffen kann. Aber erstmal kurz die Aufträge erledigen von den Boys. So, was habt ihr für einen Auftrag für mich, Jungs? Achso, wir sollen das Totem hier zum Regnen bringen. Das Totem war, glaube ich, irgendwo hier hinten in einem Haus. Glaube ich. Irgendwo hier. Oder so, oder da. War das hier drinne? Ah, ne, es war hier in dem Haus. Okay, never mind. Es ist hier hinten. Dann gehen wir da hin, starten das Totem. War das wirklich da hinten schon immer? Ich glaube, das war doch woanders irgendwann mal, oder? Bin ich jetzt dumm? Ich glaube, ich bin dumm. Okay, wir fliegen da jetzt einfach kurz hin, starten das Ding, dann machen wir den Tag zu Ende und dann am Ende holen wir uns nämlich den neuen Skin, Leute. Und dann ist der Tag ja auch schon geschafft. So, zack, starten wir mal kurz das Totem. So, zack. Oh nein, jetzt wird hier wieder Dings. Jetzt wird hier wieder alles überschwemmen, Mann. Och, Mann. Ja, jetzt überschwemmt hier wieder alles. Oh, es ist so dumm. Es ist so ein dummes Spiel, wirklich. Aber jetzt wäre ein Hai voll cool. Hätten wir jetzt ein Hai hier. Oder, Leute? Das wäre nice. Okay. So. Hier mal ganz kurz zu den Boys. Ja, jetzt kann auch langsam wieder der Regen weg. So, dankeschön. Genau, wir sollen das Auto vom Direktor raus hier. Das Auto vom Direktor sollen wir in den zum Müll bringen, zur Müllhalde. Und das werden wir tun. Wo sind die Autos? Wo sind die Autos hin? Oh. So. Es gibt doch nichts Entspannteres als ein ganz, ganz schön... Guck mal, da ist ein richtiger Schwimmer mit so Schwimmflossen. Cool. Okay, so langsam geht's wieder weg, oder? Das ist gut. Es gibt auch nichts Entspannteres, als einfach so unterm Wasser zu fahren, oder? So. Das Gute ist, diese Aufträge sind echt... Oh, okay. Die Aufträge sind echt einfach gehalten. Irgendwie habe ich immer noch eine verschwommene Sicht, obwohl der Regen weg ist. Warum? Warum? Warum ist das so? So. So. Hallo, rein da. Rein da. So. Hä? Bin ich dumm? Wo ist das Auto? Hä? Hä? Es hat einfach nicht funktioniert. Keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt ins Menü und holen uns einfach den Skin, weil das hat irgendwie gerade mega rumgebackt. Das Auto war auf einmal weg und so. Das ist richtig seltsam. Welchen wollen wir uns holen? Wir haben jetzt den coolen hier, den Clown-Skin. Das Ding. Der hier war schon von Anfang an dabei. Den da fand ich richtig cool. Und den hier finde ich auch richtig nice. Die Rüstung oder diesen Steampunk. Ich glaube, ich hole die Rüstung, oder? Ja, Mann, lass die Rüstung holen. Wie teuer ist eigentlich der Steampunk? Die sind alle relativ günstig, so dass man die sich leisten kann. Und als nächstes holen wir uns den da. Okay, Leute, wie gesagt, ich warte auf neue Updates. Ich freue mich mega darauf, wenn das Spiel endlich neue Aufträge bekommt. Dann bin ich der Erste, der das zocken wird, Leute. Versprochen. Ich nehme mal hier den Skin einfach ausgewählt. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dann, haut rein, Leute. Tschüss.